Hallo, heute gibt es einmal einen kleinen Test über einen semi-professionellen Camcorder, der Canon HFG40. Kurz vorweg, das Teil ist wirklich genial. Ich habe ihn einmal gegengetestet, gegen die Sony Alpha 5100 mit dem Sigma Art Objektiv, so ein 19mm, was auch recht gut ist. Allerdings ist der Camcorder um Welten besser. Jetzt hat diese HFG40, der hat viele Funktionen, dass du am besten das Manual overloadest, von Canon frei erhältlich, PDF. Und ich erkläre da nur die wichtigsten und essentiellsten Sachen. Auf der Vorderseite haben wir mal die Streulichtblende mit einem manuellen Linsenschutz. Den muss man wirklich aufmachen, wo man die Kamera einschaltet, geht nicht automatisch. Dann haben wir den kleinen Verstellring. Den kann man natürlich einstellen. Er geht wirklich smooth. Gefällt mir gut. Auf der Oberseite so einen kleinen Zubehörschuh. Wenn ich das anschaut, da sind keine Kontakte drin. Das heißt, da könnt ihr gerade einmal was befestigen. Hinten haben wir ebenfalls noch einen Sonderzubehörschuh, der nennt sich Mini. Tut die Optik jetzt nicht aber, weil es ein bisschen frickelig ist. Auf der rechten Seite haben wir den Wahlschalter Auto, Manuel und Cinematic Mode. Drehen wir das einmal um, das sieht man. Dann haben wir eine wunderschöne, große und gut zu bedienende Zoom-Wippe. Access-Lampe ist da hinten. Natürlich ein Sucher. Nach hinten rausfahren. Nach oben klappbar und schon kann man benutzen. Dieser Sucher schaltet aber die Kamera nicht ein. Auf der linken Seite oben haben wir noch hinten eine kleine Power- und Charging-Lamp, das ist die da hinten. Und den Einschalter, nach vorne ist normal Kamera-Mode und nach hinten ist einfach der Play-Mode. Weiters, auf der linken Seite der Kamera habe ich vorne ein kleines Modus-Wahlrad, sieht man das da, plus einen selbst konfigurierbaren Wahlknopf. Von denen gibt es natürlich noch mehr. Dann haben wir auf der Hinterseite noch einmal zwei Wahlknöpfe. Da steht jetzt 3 und 4 drauf. Der Zoom- und Fokus-Wählhebel. Wenn wir aufs Display schauen, haben wir da oben den Fernbedienungssensor, Autofokus, Manual-Fokus-Mode, Pre-Record, dass ich das rausbringe. Das heißt, die Voraufnahme, wenn der betätigt ist, nimmt die Kamera 3 Sekunden vor dem tatsächlichen Aufnahmestart das Video auf, dass man ja nichts verpasst. Und am Display habe ich AP, sieht man da schön, zweimal SD-Card-Slot. Dahinter habe ich den Play-Button, das ist derjenige. Darunter habe ich den Batterie- und Display-Info-Knopf. Das heißt, wenn ich da aufdrücke, erscheint einmal kurz die Meldung und dann kriege ich den Batteriestand. Im ausgeschalteten Zustand natürlich. Recht interessant. Das heißt, bevor man auf eine Fotosafari geht, drückt man da schon drauf, braucht den Camcorder nicht extra hochfahren. Auf der rechten hinteren Seite befindet sich ein Set-Knopf und eine Vierwegewippe. Das ist der da. Links daneben der Record-Start-Button und darunter wieder so ein Funktionsknopf. Auf der rechten Seite habe ich hinten und vorne ein Kloppen. Die hintere Kloppen geht recht friemelig, aber wenn sie sitzt, dann sitzt sie relativ gut. Hinter dieser Kloppen befindet sich der Stromanschluss und AV-Out. AV ist analog Video. Keine Ahnung, warum das in einen Digitalrekorder überhaupt noch eingebaut ist. Davor ist der kleine Lautsprecher. Und auf der Vorderseite habe ich noch eine Kloppen. Die ist aber nicht mit einem Scharnier, sondern auch nur mit so einem Bändchen festgebunden. Ach ja, was haben wir denn da drunter? Links oben Kopfhörer, rechts daneben Mikrofoneingang. Dann habe ich einen kleinen HDMI-Out. Natürlich nur Out. Dahinter einen kleinen USB-Mini. Auf dem USB-Mini, ich habe da den Akku nicht laden können und eigentlich laut Bedienungsanleitung, was ich herausgefunden habe, ist da nur ein GPS-Empfänger zum Anstecken für Wasser. Die SD-Karten nehme ich außer bei so einer tadellosen Kloppen. Und darunter ist ein Remote für Standard-Fernbedienungen. Ich habe da wirklich keine Ahnung, was bei diesem Remote-Stecker anzustecken ist, weil es ist eine Fernbedienung dabei, die mit Infrarot läuft. Auf der Unterseite alles schön clean, aber Stativgewinde habe ich drauf. So, jetzt geht es ums Eingemachte. Schalten wir den Camcorder mal ein, nach vorne drücken und 2, 3, 4. Dauert durchaus einige Sekunden, bis das hochgefahren ist. Ich muss die Blenden ebenfalls noch aufmachen. Dann kommt eine kleine Meldung, das ist aber keine Fehlermeldung, sondern einfach nur Speicherkarten ist drin und was für ein Betriebsort gerade gewählt ist. Das Display wird Sie jetzt im Monitor bzw. auf einem Smartphone nicht so gut sehen von dieser Kamera, aber das ist ein OLED-Display und
Es ist wirklich riesengroß und sehr beeindruckend. Schaut euch einmal an, das ist 3,5 Zoll. Gegenüber dem 3 Zoll der Sony ist das untere wirklich wunderschön zum Betrachten und echt riesengroß. Die Canon hat natürlich einen Touchscreen. Das heißt, man drückt einmal auf Funktion, dann kommt man an die grundlegenden Funktionen. Aber wie schon einmal erwähnt, bitte durch diese Funktionsvielfalt sucht euch die Bedienungsanleitung und sucht euch wirklich nach eurem Geschmack die richtigen Funktionen aus. Die hat einfach alles. Wenn ich ins Menü will, ist links oben dieses Menü rot unterstrichen. Das heißt, jetzt zappen wir da mal durch. Diese Menüstruktur geht nicht übermäßig schnell, aber ein richtiger Lag ist auch nicht wahrnehmbar. Das heißt, da oben habe ich wieder Registerkarten und so weiter und wie gesagt, mannigfaltigste Funktionen. Zu diesen einzelnen Funktionstasten habe ich gesagt, die kann man speziell konfigurieren. Das heißt, ich probiere jetzt einfach die Taste 2 zuweisen und da habe ich die Funktion Weißabgleich drauf. Ich hoffe, das kann man auf der Kamera erkennen. Hoppla, wieder zu kurz getippt. Mit dem Touchscreen, da dürft ihr euch nicht wundern, dass es etwas träger geht als wie beim iPhone. Aber das ist halt einmal ein Camcorder. Im Automatikmodus, ich habe jetzt an den Automatikmodus eingeschalten, geht die Kamera ebenfalls sehr gut. Und ich muss euch sagen, für einen Anfänger ist der Automatikmodus das Beste, was ihr nehmen könnt. Weil die Kamera kann es echt gut. So, jetzt probiere ich einfach mal die hinteren Tasten aus. Wenn ich drauf drücke, kommt natürlich ein kleines Auswahlmenü. Dann kann ich mit dem Steuerkreuz genauso fahren, als wie wenn ich mit dem Touchscreen fahre. Ich kann genauso das Menü auswählen. Ich steuere jetzt alles da hinten mit dem Steuerkreuz, ihr seht das. Und ich brauche nicht immer auf dem Touchscreen tippen. Somit kann ich mit dem Sucher ebenfalls tadellos arbeiten und ich brauche nicht immer den Touchscreen bemühen, dass er da irgendwas anzeigt zum Einstellen. Natürlich die Funktion, wenn ich drauf drücke, kommt sofort die Funktion, das Funktionsmenü und so weiter. Also wirklich schnell bedienbar, einfach bedienbar, nur mit diesen Mega-Funktionen. Jetzt sage ich einfach mal das Menü und jetzt fahre ich es einfach mal durch. Schaut euch das an, wie viele Funktionen da drin habt. Natürlich im Automatikmodus bin ich etwas eingeschränkt von den Funktionen, da sind ein paar Sachen ausgegraut. Allerdings im manuellen Modus geht es tadellos. Das heißt, im Kameramenü hat man ebenfalls 1 kHz drin. Also da habt ihr wirklich alles drin, was ihr euch vorstellen könnt. Und das normale Menü, OLED, Signaltöne und so weiter. Die Tastenzuweisungen, wie früher erwähnt, Fokusringrichtung. Ja, sogar die Richtung vom Fokusring könnt ihr aussuchen. Abschaltautomatik, Akkuinformation, Aufnahmebefehl. HDMI Timecode, so wirklich professionell. GPS ist ausgegraut, ja eben weil ich keinen GPS-Empfänger am kleinen USB oder Mini-USB angeschlossen habe. Und mit dieser kleinen Funktionstaste da unten kommt es jederzeit wieder ins normale Aufnahmemenü. Ich drücke jetzt einfach mal auf Rekord, dass ihr nur die Auslöseverzögerung seht und jetzt gesehen, ich war kaum drauf und schon hat es gepiept. So, Auslöseverzögerung ist wirklich 0. Und noch einmal ausschalten. Eine halbe Sekunde schätzungsweise ist beim Ausschalten Aufnahmeverzögerung. Also wirklich, die Werte sind beeindruckend. Ja, zum Gewicht. Die Sony wiegt gerade einmal circa was bei 250 Gramm. Und die HFG40, ich weiß jetzt nicht, laut Datenblatt. Aber auf jeden Fall, wenn ihr schaut, meine Waage, die ist am hinteren Anschlag, aber nicht gering, sondern die ist deutlich am hinteren Anschlag. Und glaubt mir, dass ihr spürt das Gewicht wirklich, wenn ihr es mitnehmt. Wer glaubt, dass man mit dem Smartphone bessere Videos zustande bringt als mit einem professionellen Camcorder, der hat sich gescheit geschnitten. Das Smartphone hat bei mir, obwohl das ein 5000 mAh Akku drin ist, schon nach 25 Minuten das Filmen aufgehört. Akku war leer. Mein Handy war brennheiß. Das Handy könnt ihr maximal für 5 Minuten Erinnerungskurzvideos verwenden, aber nicht für professionelle oder semi-professionelle Videos. Dafür gibt es diese Camcorders. Kurzes Fazit von mir zu HFG40. Ich bin sowas von begeistert von der Bildqualität dieses Camcorders. Also ich kann es gar nicht sagen. Ich bin bis jetzt immer nur diese Systemkameras gewohnt gewesen. Muss ja auch nicht schlecht sein, aber der Camcorder ist echt top. Die Akkuleistung ist, ja, ich kann es gar nicht anders sagen,
hervorragend. Sie zeigt eine Stunde an und die filmt wirklich eine Stunde. Ja, jetzt wirst du sagen, mein iPhone zeigt weitaus mehr an. Aber probier mal damit filmen, ist in 15 Minuten leer. Da ist wirklich eine Stunde. Jetzt haben wir die Abschaltautomatik. Natürlich will ich die nicht haben, ich will sie weiter benutzen jetzt. Ja, weiters. Zoom-Funktion. Sowas von geschmeidig und so weiter. Ihr seht das nachher nicht hinten. Begeistert mich. Cinema-Mode. Ja, da macht ihr selber viel mehr als Anfänger. Da schlackert da jeder mit die Uhren. Da glaubt da jeder, da war wirklich eine Hollywood-Kamera am Werk, aber die Kamera macht aus dem größten Laien von euch einen professionellen Videofilmer. Was mir halt nicht so gut gefallen hat, war diese Größe. Ja, natürlich, man kann die Gegenlichtblenden abbauen, aber wenn ich es schon dazu geliefert kriege und im Sonnenlicht draußen filme, möchte ich ja das Gegenlicht ein bisschen kompensieren, das heißt, sie sollte schon drauf bleiben. Der manuelle Objektivdeckel ist zwar lästig, aber ja, mein Gott, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Und die schiere Größe von dem Camcorder und das Gewicht, also das ist bei Weitem kein Leichtgewicht. Wer sich auf die Canon-Kamera einlässt, der weiß, das Gewicht ist Nebensache. Der hat die Kamera mit wegen einem guten Film und ausschließlich wegen einem guten Bild und nicht wegen der Kompaktheit oder wegen dem Akku. Und allein der Vorteil macht alles wett, beziehungsweise macht alle Nachteile wett, bei Weitem. Okay, genug der Schwärmerei. Ich zeige dir jetzt einfach ein paar Beispielbilder und Beispielfilme, besser gesagt. Entscheid selber, ob sie dir gefällt oder nicht. Wichtige Information für dich: dieser Camcorder, der HFG 40, ist weder gesponsert noch geschenkt noch ist das ein Werbevideo oder was, sondern das sind nur meine persönlichen Eindrücke. Drum sage ich, schau dir dieses Beispielmaterial von mir an und bilde deine eigene Meinung. Genauso wie die Sony oder mein Handy. Nichts ist gesponsert, ich bin einfach nur ein Hobbyfilmer, der Wert auf gute Qualität legt. G40 fällt. Und Zoom. A5100 fällt. Zoom gibt es keinen. G40 in der Unterführung, Lowlight-Bedingungen und Gegenlicht. G40 in der Unterführung, Lowlight, Gegenlicht und Cinema-Modus. Alpha 5100, Unterführung, Lowlight-Bedingungen. G40 Automatikmodus. Cinema-Modus. Alpha 5100.
Etwa 5100 Makro. G40. G40 Cinema. Alpha 5100. So, die Legria G40 in der schönen Umgebung. Schaut mal her, was da alles ist. Hunderte Hochspannungsleitungen. Und dabei war da so ein schönes Feld. So, die Alpha 5100. Top-Szene. Verschandeltes Feld mit Hochspannungsleitungen. Ja, soviel zu meinem Test des HFG 40. Wenn dir das Video gefallen hat, drück sehr gerne den Like-Button. Ein Abo würde mich ebenfalls freuen. Solltest du Fragen, Kritiken oder Anregungen haben für weitere Videos, sehr gern unten in die Kommentarfunktion. Ich werde versuchen, schnellstmöglich alles zu beantworten. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und tschüss.